Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Remastered im 10. Teil, den ich mehr oder weniger direkt an den 9. gerade aufnehme. Ich habe also diesmal kein Jahr verstreichen lassen, sondern dachte mir, wir spielen mal direkt weiter. Also nicht direkt, aber es ist jetzt quasi einen Tag später. Und ich freue mich so ein bisschen drauf, denn hinter der Nebelwand da vorne erwartet uns halt wirklich so ziemlich der coolste Kampf im ganzen Spiel. Und auf jeden Fall einer der schwersten Kämpfe beim ersten Durchspielen. Genau, da unten haben wir einen Summon Sign von Solaire, den könnten wir jetzt holen. Aber ich werde es mal alleine versuchen. Und ich werde auch versuchen, diese Riesen hier mal zu umgehen. Und dann geht's ab. Oh Gott, lange nicht gekämpft. Bin sehr gespannt, wie das jetzt gleich laufen wird. Erstmal die Katze. Für ein geiler Auftritt. Okay, Ornstein und Smaug. Let's go. Ich werde versuchen, den Dicken zuerst zu plätten. Wenn ich überhaupt zu irgendwas komme. Denn ich hätte gerne den Ring von Ornstein. Und den bekommt man nur, wenn man zuerst Smaug tötet. Okay, let's go. Ach Gott. Okay. Erstmal wieder reinkommen. Das sind schon sehr nervige Attacken gerade. So, hier. Und die Säulen sind dein Freund in diesem Kampf. Komm schon. Ah, ich mach schon guten Schaden. Und ich hab ihn gestaggert, okay. Oh, jetzt muss ich weg. Ah, das war gemein, da konnte ich nichts machen. Er schießt wieder wild durch die Gegend hier. Ja, okay, nur leicht getroffen. Der Schaden, den ich mache, der ist gut, aber die Waffe ist halt echt nicht so schnell. Okay, noch ist alles cool. Wie gesagt, immer schön hinter den Säulen verstecken. Zwischenzeitig. Das müsste es erstmal gewesen sein. Okay. Guter Anfang. Wir haben noch ein paar Estus. Ah, das wird schon irgendwie. Er absorbiert die Kraft seines alten Freundes. Und wird mega groß! Super Saiyajin Ornstein! Nur mit roten Haaren statt mit blonden. Okay, let's go. Ja, erstmal aufheilen. So. Ornstein Phase 2. Soweit ich mich richtig erinnere, sollte man versuchen, immer schön nah an ihm dran zu bleiben, damit er eben sowas hier nicht macht. Genau. Und das sollte man auf jeden Fall auch vermeiden, wenn möglich. Pass auf. Okay. Alles cool. Kriegen das schon hin. Und nicht so gierig sein. Alles gut, ein Estus haben wir noch.
Das war nicht schlecht, aber auch nicht mega gut. Ah, das war dumm. Das war richtig dumm. Okay. Aber hey, für den ersten Versuch. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ich hätte ihn gerne jetzt besiegt beim ersten Mal, aber trotzdem echt okay. So, dann werden wir mal gleich die Abkürzung benutzen. Aber erstmal den Ritter hier ausschalten, weil der ist echt nervig. Genau, also eigentlich könnte man jetzt hier die Abkürzung dann nehmen und dann hochlaufen, aber ich versuche mal das über die Treppe zu machen. War das schon der Weg? Nein, das ist der Weg, ne? Genau. So, das ist doch viel besser. Boah. Also ich glaube schon, dass wir eigentlich ganz gute Chancen haben, also an dem Equipment oder so, da sollte es jetzt nicht scheitern. Ah, nur an der eigenen Kompetenz könnte es unter Umständen scheitern. Ah, okay, alles gut. Ja, viele meinen auch, dass man in der zweiten Phase lieber irgendwie das Smoke da einfacher wäre. Smoke? Weiß ich gar nicht. Also sie sind unterschiedlich halt in der zweiten Phase. Unterschiedliche Movesets und so. Ich finde Ornstein eigentlich gar nicht so schlimm, aber ich habe ihn... Er hat mich gerade schon ganz gut erwischt. Hau ab! Oh nee! Lass mich doch mal gegen deinen dicken Freund hier ran. Was ein Kampf, ey. Unfassbar. Ja, ja. Ja, ja. Wie gesagt, die Säulen. Die Säulen! Okay, alles gut. Jetzt keinen Scheiß machen. So, schön unter die Säule verstecken. Estus trinken. Da kann doch gar nichts passieren. Und gegen den Hammer gehauen. Wie so ein Idiot! Okay, weg, 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 weg. Na, jetzt hat Orange die Fährte aufgenommen. Komm schon. Dicky. Das war sehr blöd. Zugegeben. Ich versuche mal an ihn ranzukommen. So, komm, mach doch bitte. Oh Mann. Oh Gott, wie schlecht. Wenn es jetzt... oh Gott, wie kacke. Wie kacke. Wie schlecht kann man sein? Ich hatte ihn doch schon. Okay, der erste Versuch war gut, aber das war nix. Okay, Versuch Nummer 3. Naja. Werde ich jetzt mit jedem Versuch vielleicht ein bisschen schlechter. Das wäre natürlich auch geil. Das Parieren habe ich drauf, aber das bringt mir den Kampf mal so gar nichts. Okay, noch einmal. Wie gesagt, eigentlich nicht so das Problem, dieser Kampf, so an sich. Aber wenn man ihn auch länger nicht gemacht hat. Und natürlich, wie gesagt, für neue Spieler oder so, wenn man ihn zum ersten Mal macht, ist der echt krass. Also so der erste Kampf mit mehreren Gegnern, also mit der erste Bosskampf mit zwei Gegnern. Und das ist schon was Neues. Also das... hat man in dem Spiel vorher noch nicht so wirklich gehabt. Leute, die Demon's Souls gespielt haben, die kannten das Prinzip ja schon. Stichwort Maneater. Die sind noch mal schlimmer, finde ich, als die beiden. Ne? Ja, geht doch. Schon besser. Ich glaube, ich muss vielleicht etwas aggressiver sein, weil das hat ja eben echt ganz gut funktioniert. Ah, vielleicht auch nicht. Oh Gott, ist das ein langsames Spiel!
wie lange er wirklich braucht, um aufzustehen. Das ist ja widerlich. Smau, komm her. Jetzt wieder die gleiche Situation wie eben schon mal, ne? Der gleiche Quark. Ich muss noch einen Schlag setzen. Komm, verrecke. Und 9 Estus. Das könnte was werden. Komm schon. Oh oh, oh oh. Auch der ist auch übel. Oh nein! Und sie! Nein! Okay, da hatte ich anscheinend gerade Glück oder so. Weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Schön in den Schritt hauen. Ja, genau so. Die Gier ist groß in mir. Komm, ein Schlag noch. Hui! Das war's. Seele Ritter Ornstein. Und wir kriegen den Löwenring. Okay. Immer noch ein mega geiler Kampf. Ey, das ist echt. Auch nachdem ich jetzt, ne. Ich habe Dark Souls gespielt, ich habe Dark Souls 2 gespielt, ich habe Dark Souls 3 gespielt, Bloodborne, Sekiro, alles geil, aber dieser Kampf, ey, der ist so unerreicht und so gut und der macht so Spaß. Einfach die Koordination, wie man, also man muss ja irgendwie beide im Auge behalten, was macht der eine, was macht der andere. Ornstein jagt einen meistens ja so auf den Nahkampf und Smaug bleibt dann weiter hinten, dann kommt er aber mit seiner Attacke und kommt auf einen angerannt mit dem Hammer. Es ist echt cool. Und es fühlt sich ja trotzdem nicht unfair an. Das ist nicht so, dass so viel passiert, dass man keinen Überblick mehr hat, sondern man kriegt es schon ganz gut koordiniert, so wo die sich befinden und was sie gerade machen. Aber man muss eben doch im richtigen Moment dann ausweichen oder blocken oder was auch immer. Oh, es macht immer noch Bock. Und dann die Musik dabei und auch die Inszenierung so ein bisschen. Cool. Einfach ein toller Kampf. Ja, ich finde, dritter Versuch ist auch echt okay, nachdem ich den jetzt schon ein Jahr oder so nicht mehr gemacht habe. Wie gesagt, man kann sich selbst entscheiden, ob man erst Ornstein oder erst Smaug macht. Die meisten, wie gesagt, behaupten, dass Smaug leichter ist in der zweiten Phase. Aber ich finde Ornstein eigentlich auch voll okay. Wenn man halt, man muss halt an ihm dranbleiben und immer wenn er eine Attacke macht, rollt man auf ihn zu. Und bleibt so zwischen seinen Beinen so ein bisschen hängen und dann muss man eben attackieren. Und wenn man eben so auf Distanz bleibt und ein bisschen Angst hat, ne, dann ist Ornstein halt problematischer, weil er dann schon echt harte Attacken macht. Er hat auch diesen einen Speerangriff, wo er einen aufspießt und durch die ganze Arena wirft hier. Ja, aber so ist es, glaube ich, wie gesagt, wenn man das so macht, dass man an ihm dran bleibt, dann ist das schon machbar. Hier in der Arena sehen wir eine Statue, das ist einmal hier von Lord Gwyn. Den haben wir ja im Intro schon mal gesehen. Hier steht er nochmal mit seinem Großschwert in der Mitte und seiner Krone. Und zu seiner Linken sehen wir seine sehr aufreizend bekleidete Tochter, Guinevere. Und hier zu seiner Rechten sollte, soweit ich weiß, zumindest ein Abbild seines ersten Sohnes dargestellt werden. Eine Statue des Kriegsgottes, die aber wohl entfernt wurde, weil er irgendein Verbrechen begangen hat und des Landes verwiesen wurde und deswegen hier nicht mehr stehen darf. Genau, dann, was ich auch immer ganz cool fand, hier die Aufzüge. Hier ist halt einer in Menschengröße, der uns nach oben führt, aber halt hier drüben ist extra für Smaug nochmal so ein richtig dicker Aufzug, damit er auch mal hochkommt und runterkommt und so. Fand ich immer ganz, ganz cool gemacht.
So, dann holen wir uns erstmal das Bonfire, bevor wir diese Halle da betreten. 81.000 Seelen, na, das ist aber ordentlich. Ich will auf jeden Fall nochmal Kondition. Und ansonsten auf jeden Fall, ja, Stärke schön auf 38. Stärke auf jeden Fall Richtung 40. Hab ich denn... Ich hab kein... Doch, reparieren hier. Das könnte man eigentlich auch mal machen. Und dann hier oben, bevor wir uns in den... Ja, Thronsaal. Ist es der Thronsaal? Ja, wahrscheinlich schon. Bevor wir uns dahin begeben, ist es die eine Kammer. Die Kammer der Prinzessin. Gehen wir noch mal hier hinten hin, denn hier kriegen wir ein bisschen Belohnung dafür, dass wir Lord Trek getötet haben im letzten Teil. Wenn man das macht, ansonsten kriegt man hier nichts, aber wenn man das macht und dann sich hier hochbegibt, kriegt man eben die Ausrüstung von ihm. Helm der Gunst, umarmte Rüstung der Gunst, Stulpen und die Gamaschen. Und die schauen wir uns natürlich so gleich an. Umarmte Rüstung der Gunst, auf jeden Fall, das Design ist schon mal ziemlich cool. Das könnte ich auch direkt eigentlich mal zeigen. Denn es ist tatsächlich eine Umarmung. Man sieht es hier, da sind eben tatsächlich Arme an der Rüstung, die eben, ja, die Rüstung so umschließen, als würden sie uns, da sind die Hände hinten an dem Rücken, ne? Da ist die Hand, da ist die andere Hand. Und es ist halt wirklich, ja, als wäre man umarmt. Als wäre man so ein bisschen gefangen auch. Aber, okay. Wir haben ja immer noch Midroll hier, ne? Nochmal kurz gucken, 31 von 111. Warte mal, harte Leder... Was hatten wir an? Wir hatten die schwarzen Lederstiefel mit 3-0. Nee, immer noch nicht. Ich will auch nicht nackt rumlaufen. Also ich will schon irgendwie... Ich hätte schon gerne Hose an, es tut mir leid. Deswegen wird das wohl nichts. Aber irgendwann werden wir sie anziehen. Irgendwann kommt der Tag. Ja, auf jeden Fall. Wo ist er? Wo hast du dich versteckt? Da. Die Rüstung von Lord Trek, dem Aufgenommenen. Das ist mal ein Titel, der Aufgenommene. Symbol der Liebe der Göttin Fina. Genau, hatten wir auch schon mal von gehört, der schicksalhaften Schönheit. Sie ist umschlungen von den Armen der Göttin, als wolle sie den Träger in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Bei dem Helm, in seiner Einsamkeit, schwor er allem ab, da er sich der Liebe der Göttin gewiss war. Mhm. Genau, das steht hier eigentlich auch nochmal. Ja, das ist eben die Ausrüstung von Lord Trek. Ein Anhänger der Göttin Fina anscheinend. Und genau, haben wir auch noch ein bisschen Backstory für ihn bekommen. Und jetzt, worauf wir alle gewartet haben, ein nahezu glorreicher, heiliger Moment. Ich werde mal kurz die Klappe halten, damit die Leute, die das jetzt vielleicht wirklich sehen und das nicht kennen, mal auf sich wirken lassen sollen, denn ja, ich weiß, es ist auch eine Art lustiger Moment, ja, wegen einer bestimmten Darstellung, aber ich fand den trotzdem damals ziemlich episch, tatsächlich. Ein Begriff, den ich eigentlich nicht so mag, aber für diesen Augenblick hier ist es, denke ich mal, schon sehr passend. Ja. Succeed Lord Gwyn
and inherited the fire of our world, thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. O chosen undead, thou hast journeyed far. Since the day Father his form did obscureth, I have awaited thee, once living, now undead, and a fitting heir to Father Gwyn thou art. O chosen undead, and beseech thee, succeed Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world, a grave and arduous test of metal, yea, it shall be. Indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and the life it sustaineth. Without fire, all shall be a frigid and frightful dark. Please, Father's role thou should assume, and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. Kingseeker Frelt, the primordial serpent, shall guideth thee. Please, thou shalt end Kingseeker. Hereafter I, Guinevere, shall serveth as thine guardian. If thou so needest, I shall devote all to thine safety. May thou be one with the sunlight forevermore. Now thou shalt go forth, chosen undead. May thou be one with the sunlight forevermore. Ja, wie gesagt, ein ziemlich eindrucksvoller Moment, wie ich finde. Und wir haben hier ganz, ganz schön viel erfahren eigentlich. Oh, die Musik, kann man hier nochmal ein bisschen hören? Ja, schön. Wir haben hier eigentlich ganz schön viel erfahren. Okay, die Musik nervt. Ich hau ab. Und zwar, zum einen, zumindest Guinevere scheint ja hier an dem Ort zurückgeblieben zu sein, also die Tochter von Lord Gwyn. Ob das nun der Realität entspricht oder nicht, das werden wir später nochmal herausfinden, aber zumindest sehen wir hier eine Abbildung von Guinevere. Und ihrer Meinung nach sind wir natürlich der erwählte Untote, wie könnte es anders sein? Und unsere Aufgabe ist es eben, das Feuer zu erben und in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Also das, was er gerade tut, irgendwie zu übernehmen, fortzuführen, ein würdiger Nachfolger für Lord Gwyn zu werden. Das ist so ihre Interpretation der Sache und das will sie quasi von uns. Das ist so das eine. Also auch das, was die Anhänger des Way of the White immer predigen, dass das Zeitalter des Feuers eben weiter bestehen muss und dass die Flamme, die ewige Flamme weiter geschürt werden muss, um dieses Zeitalter zu verlängern, um das Zeitalter der Finsternis irgendwie zu verhindern. So. Das ist ja die Idee hinter dem Way of the White und das ist auch die Idee von Guinevere. Und sie hat uns eben auch das Herrschergefäß gegeben und gesagt, es gibt eine Primordial Snake, und zwar, also eine Urschlange namens Fremd, Kingseeker Fremd, der Königssucher. Und der wird uns auf dem Weg begleiten, ein Nachfolger für Gwyn zu werden. Und wir sollen seinem Beispiel folgen und wir sollen ihn aufsuchen. Und dann wird er schon uns zeigen, was so abgeht und was wir machen sollen. Ganz interessant, auf jeden Fall. Und genau, jetzt grundsätzlich in dem Spiel gibt es eben zwei Wege, die man gehen kann. Man kann zum einen sagen, man nimmt diese Aufgabe an und man wird zum Nachfolger Gwyns. Diesen Weg haben wir jetzt so quasi schon eingeschlagen. Oder man sagt, nein, wir lassen ein neues Zeitalter der Finsternis einläuten und stellen uns gegen diesen Way of the White und gegen Gwyn und gegen Guinevere und gegen alle und machen unser eigenes Ding. Nein, und lassen die Flamme eben erlöschen. Und lassen ein neues Zeitalter entstehen. Genau.
Wenn wir jetzt aber diesen Weg, also wir haben die Wahl bis zum Ende des Spiels, wir können uns auch ganz am Ende nochmal umentscheiden, aber es gibt quasi diese zwei Wege und wir werden jetzt in diesem Playthrough den Weg von Fremd gehen, also den wir jetzt hier schon eingeschlagen haben, werden ihm das Herrschergefäß geben und dann schauen wir mal, was wir am Ende, ob wir uns dann am Ende dann auch so entscheiden oder nicht. Gut, was wir auf jeden Fall bekommen haben, ist das Herrschergefäß. Dem Auserwählten gewährtes Herrschergefäß. Dieses Herrschergefäß wird dem Auserwählten Untoten überreicht, der Fürst Gwyn beerbt. Dem Auserwählten Untoten wird die Kunst des Teleports zwischen den Leuchtfeuern gewährt. Um die letzte Tür zu öffnen, stelle das Gefäß auf den Feuerbandschrein-Altar und fülle es mit mächtigen Seelen. Ja, genau. Wir haben das Herrschergefäß bekommen. Wir werden jetzt uns genau zurück an den Feuerbandschrein teleportieren, denn diese Fähigkeit oder die Möglichkeit haben wir jetzt hier bekommen. In Dark Souls 2 und auch 3 haben sie es ja dann so geändert, dass man direkt von Anfang an teleportieren kann, was halt so ein bisschen auf gemischte Gefühle oder gemischte Meinungen gestoßen ist. Viele fanden es toll als Erleichterung und viele fanden es schade. Und ich bin eher auch auf der Seite zu sagen, ja, ich finde es irgendwie sehr convenient, ne, dass man am Anfang sich teleportieren kann. Aber das Schöne an Dark Souls ist halt, dass man erst die Welt erkunden muss. Man ist dazu gezwungen, diese Wege abzulaufen und lernt die Welt eben dadurch kennen. Und ab dem Punkt, wo man schon sehr viel gesehen hat, bekommt man eben diese Fähigkeit. Ich finde das irgendwie besser gebalanced, dass man erst irgendwie, man hat ein Gefühl für die Welt bekommen, dadurch, dass man hier halt sehr häufig rumgelaufen ist. Und jetzt kann man sich halt teleportieren. Und jetzt ist es halt wirklich hat irgendwie spielerisches Gewicht. So. Finde ich immer noch am besten gelöst eigentlich. So, zurück am Feuerbandschrein. Hier ist jetzt, glaube ich, eine ganze Menge. Wir waren ja seit Quelak eigentlich nicht mehr hier. Naja, in Blighttown, also in der Schandstadt, haben Quelak getötet, sind dann hier zurückgekommen. Und genau, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir erstmal mit Siegmeier sprechen. Den haben wir ja eben, oder im letzten Teil haben wir ihm geholfen. Und wir reden mal mit ihm. Mal sehen, was er so zu erzählen hat, der Gute. Hallo. Well, fancy meeting you here. You did much for me up above. I am grateful. You know, I was thinking the gates, the old fortress. Is that your doing? Das war ich. Genau, die Tür mit der Bell of Awakening, das haben wir ja gemacht. Da war er ja damals noch davor und hat geschlafen. Ja, das waren wir. Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate. This Knight of Katarina thanks you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude. Und mal wieder eine weitere Belohnung. There you are. I'll be heading down below shortly. There's nothing worthwhile up above. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. Cool. Was wir bekommen haben, ist ein Wunder. Explosive Wucht. Fremdes, dem weißen Pfad unbekanntes Wunder sendet Schockwellen aus. Oder sendet Schockwelle aus. Gilt als Alternativzweig der Wucht. Erzeugt eine größer werdende Schockwellenkugel. Genau, er hat uns gerade gesagt, er wird bald runtergehen. Und ich glaube, mehr hat er uns auch nicht zu erzählen. Genau, dann werden wir das nämlich gleich auch mal machen. Ich muss nämlich kurz schauen, ob wir... Ja, okay. Genau, er wird gleich runtergehen, meinte er. Damit meint er genauer Blighttown. Und da werden wir ihn gleich begleiten. Aber zunächst einmal beleben wir unsere Feuerhüterin wieder. Da ist sie wieder entstanden. Die Feuerhüterin wurde ja getötet. Wir haben Lordric dafür getötet, die Seele geholt und jetzt wiederbelebt. Und was sie vorher nicht konnte, aber jetzt kann, können mit ihr sprechen. Thank you. I'm Anastasia of Astora. Now I can continue my duty as a keeper. But
I only hope that my impure tongue does not offend. Genau, ich hatte ja das letzte Mal auch erwähnt, dass in der Beschreibung der Seele stand irgendwie, ob sie vielleicht sich selbst eingesperrt hat. Und wenn man mit ihr redet, bekommt man eben auch den Eindruck, dass sie immer sagt, ja, ich bin so unrein und ich hoffe, meine unreine Zunge kränkt euch nicht. Und ja, deswegen meine ich schon, dass es irgendwie auch sein kann, dass sie vielleicht meint, sie ja, wäre eben unrein und sollte besser eingesperrt sein, um die Welt nicht zu verderben oder whatever. Ja. Forgive me. I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, if you have any heart, leave me be. I wish not to speak. Genau, und sie möchte eben auch nicht sprechen. Was sie eben auch gesagt hat, das fand ich auch immer interessant, dass ihre Zunge nicht für die Erneuerung bestimmt war. Das heißt, am Anfang des Spiels, als wir hierher kamen, konnte sie nicht sprechen, weil sie keine Zunge hatte. Und jetzt wurde sie getötet, dann haben wir mit ihrer Seele sie wiederbelebt und wir haben sie eben vollständig wiederbelebt, inklusive Zunge. Und das war eben so wahrscheinlich nie gedacht. Das ist auch mal ganz cool. Ja, Anastasia von Astora. Jetzt kennen wir auch ihren Namen. So, oben müsste jetzt das Feuer wieder brennen. Genau. Und ich würde, wie gesagt, gerne Siegmeyers Quest jetzt weitermachen. Das heißt, wir müssten einmal nach Blighttown. Das wäre dann wahrscheinlich Tochter des Chaos. Oder... ja, wahrscheinlich Tochter des Chaos. Ich glaube nicht, dass es noch ein anderes Bonfire gibt. So, dann würde ich hier ganz gerne einmal wieder hoch. Das könnte jetzt eine Minute dauern, aber nicht so lange. Wir müssen nämlich eigentlich nur einmal in den Sumpf. Und dort, wer hätte es gedacht, Siegmeyer mal wieder helfen. Das geht aber dann, denke ich mal, relativ schnell. Wir können dann auch direkt mit dem Homeward Bone wieder zurück. Aber bevor ich das vergesse, würde ich es halt ganz gerne wieder machen. Hier nochmal durch Quilaks Sphäre rennen. Auch ein guter Kampf. Ja. Genau. Und dann können wir uns schon mal überlegen, wie wir dann weitermachen. Denn jetzt öffnet sich die Welt auch noch so ein bisschen und wir haben verschiedene Möglichkeiten, was wir dann als nächstes angehen. Ich hoffe, ich kann die Quest jetzt hier schon weitermachen, sonst wäre der Weg umsonst gewesen. Aber es müsste eigentlich jetzt funktionieren. Okay, wir schauen mal. So, wenn jetzt alles funktioniert hat, dann müssten wir Siegmeyer irgendwo da vorne sehen. Irgendwo müsste er herumstehen. Ich habe hier aber auch ein paar Items liegen lassen letztes Mal. Naja, ich kann mich auch hier nochmal ansonsten hinsetzen. Da ist die Vergiftung schon mal weg. Ja, ich heb das mal da eben auf. So, hier noch eine große Seele, sehr gut. Ich gehe mal weiter. Ich glaube schon, dass er hier irgendwo noch ist. Aber, ja, mal gucken. Ansonsten mal das Level neu starten. Also neu laden. Sigi, Sigi, da ist er doch, da sehe ich ihn doch, da hinten. Da lungert er rum. Okay, cool.
Dann, ja, damit sie uns nicht nerven, mache ich mal hier diese Schneckenviecher. Ups. Ja, ja. Geht mir nicht auf den Zeiger. Große Scherbe, das ist doch ganz cool. Hey, Siggi! Mach auf! Oh ho! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far. But I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask. But can you spare a few scraps of moss? Für dich immer, Siegmeier. Für dich immer. Thank you. A saint you are. This Knight of Katharina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please, take this. A symbol of my appreciation. Sein Schild, der Spießschild. Sehr gut. Our fates do seem entwined, don't they? Perhaps this too is the will of Lord Gwyn. Vielleicht ist es das, Siggi. The poison swamp. Like quicksand in there. Genau, so, dann haben wir. Dann haben wir seine Quest mal wieder weitergetrieben. Genau, wir haben ihm quasi jetzt, ich glaube, 5 Büschel von diesem Moos gegeben. Und er hat uns dafür sein Schild, nicht sein Schild, aber ein Spießschild gegeben. Der Schild der Ritter von Katharina mit einem großen Schildbuckel in der Mitte kann als Stoßwaffe benutzt werden. Auch ganz cool. Genau, wie gesagt, ich würde gerne in diesem Playthrough so viele Quests wie möglich machen. Und Siegmeier ist halt einer davon. So, als nächstes. Genau, wir setzen uns hier nochmal hin. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir nochmal bei Logan vorbei. Und seinem Apprentice. Hallo da. Ich war expecting you. As promised, I will share my sorcery. I'm afraid that you are unable. The basic framework, you see. Oh, do not fret. Life isn't all up. Don't frown with Ah ja, da war ja was. Genau, wir brauchen ja eine gewisse Grundintelligenz, um mit ihm weiter zu lernen. Genau, die ist glaube ich bei 14, wir haben 12, aber das ist auch okay, denn später bringt er uns das auch so bei. Oh, hello. I regret meeting you. Okay, das hatte auch nichts Neues, was? Splendid. Well then. Ach so, Have you spoken to Master Logan? He is in a Haben wir vorher noch nicht mit dir gesprochen? Ah ja, genau, er verkauft eben auch. Ich dachte, mit dem hätten wir schon mal geredet, irgendwie früher, aber anscheinend wohl nicht. Okay, da gibt's also auch nichts Neues erstmal. Dann können wir nochmal mit... Wie hieß er? Man hört es schon, ne? Torus war sein Name, oder Tormund, oder so? Ah, oh, you. Oh, blast, where might she be? Tja, wo ist sie nur? Oh, sometime. Genau, die Wunde. Ja. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen mal weiter mit der Main Quest und sprechen mit Fremd. Denn hier ist er, die Urschlange, der Kingsseeker, der Freund von Lord Gwyn. Fremd. Ey, Fremd! Und er pennt. Fremd pennt. Wach auf! Well and wide awake. Not treat me like an old withering snake. Auch so ein cooles Design. Ein bisschen wie Fuchur aus Unendliche Geschichte. Nur in creepy. Also noch creepy. Nein, das war nicht creepy. Fuchur war cool, aber er ist creepy. Diese Zähne. Diese Zähne. Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After 1,000 years, it is you. It is really you. Roar. Ja, ich bin es. Ich bin es. Forgive me. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey.
I assume that you are ready. Now, be still. Was? Moment, was? Njam, njam, njam. Lecker. Chosen Undead. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. Da hat uns der gute Fremd einfach ohne uns vorzuwarnen aufgegessen und hier runter transportiert. Ja, immer noch cooles Design mit diesen schlabberigen Ohren, die hier runterhängen und so. Ich weiß auch nicht genau, wie er nun wirklich aussieht. Also, wie sein Unterleib aussieht oder ob er am Ende, anderen Ende seines Körpers, so wie CatDog, vielleicht so einen weiteren Körper hat. Ich glaube, das ist auch noch nicht ganz geklärt. Ja, Primordial Serpent. Also er ist eine Schlange, also vielleicht ist er auch einfach so ein kleiner Stummel am Ende, keine Ahnung. Bin auf jeden Fall cooles Design und auch echt so typisch From Software-mäßig total, ja, weird und ja, eigen. Es hat mal wieder was Eigenes. Gut, dann würde ich sagen, folgen wir unserer Pflicht. Das Herrschergefäß ist in unserer Tasche. Und wir sollen es platzieren, dann werden wir das wohl mal tun. Sehr gut. Ja, dafür, dass dieses Gefäß so groß ist, wie es ist, hat es irgendwie ganz gut in unsere Tasche gepasst. Fand ich immer sehr lustig, wie er da einfach so aus der Tasche dieses Monster-Gefäß holt und dann dahin stellt. So, ja, das habe ich in meinem Rucksack noch gehabt. Jo, auf jeden Fall haben wir eben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Erstmal sollten wir rasten. Und wie wir hier sehen, haben wir den Optionsmenüpunkt Herrschergefäß Seelen darbieten. Und da sollen wir ein paar Fürstenseelen holen und sie hier darbieten. Das kann ja was werden. Aber ich glaube, das sagt uns Fremd gleich sowieso nochmal, wie das jetzt weitergeht. Very well. As Kingseeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Genau. Er hat uns bestimmt noch was zu erzählen. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Gibt's noch was? The beings who possess these souls have outlived their usefulness, or have chosen the path of the wicked.
As the primordial serpent, I implore you to defeat them and claim their souls. Let there be no guilt. Let there be no vacillation. Vacillation. Genau, bei Fremd, der hat eine ganz coole Mechanik, dass wir ihm, wir können ihm so, Scherben und Brocken können wir ihm geben, wir können ihn damit füttern und er wandelt die dann um in, ich glaube, zwei Gegenstände der niedrigeren Kategorie. Also wenn wir ihm eine graue Scholle füttern, gibt er uns, glaube ich, zwei graue Brocken oder so ähnlich. Funktioniert das oder ja. Also man kriegt immer was Niedrigwertigeres raus, aber dafür halt mehr davon oder so. Ich habe das nie gemacht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie was Bestimmtes braucht und man hat aber zum Beispiel sehr viele rote Brocken, braucht aber rote Scherben, gibt's sowas überhaupt? Gibt's ja gar nicht, ne? Egal. Auf jeden Fall kann man sich hier das dann so ein bisschen zusammenstellen, wenn man möchte. Und man kann Gegenstände verkaufen für sehr wenig Geld, aber... Ja, wenn man das machen möchte, why not? So. Genau. Also, er sagt uns ja gerade gesagt, die vier großen Seelen sollen wir holen. Einmal von dem Grabesfürsten Nito, von den vier Königen, von der Witch of Izalith und von Seath, dem Schuppenlosen. Und jetzt können wir uns überlegen, was wir machen wollen. Ich habe überlegt... Eigentlich würde ich gerne als erstes Nito machen, also dann in die Katakomben hinabsteigen, weil wir da eben dann die Möglichkeit bekommen, unser Bonfire weiter zu entfachen auf plus 15, was ziemlich cool wäre, und dann sogar plus 20. Auf der anderen Seite würde ich gerne Neulondo machen, weil wir da die große oder die sehr große oder die Riesenglut heißt sie, glaube ich, bekommen, was unsere Waffen, mit der wir dann unsere Waffen weiter aufwerten können. Von daher, ja, ich glaube, ich würde erstmal nach Neulondo gehen, mir diese Glut holen, dann zurückkommen und dann, also noch nicht den Boss in Neulondo machen, sondern dann erst zum Grabmal. Vielleicht wäre das ganz smart. Ja, aber das würden wir dann im nächsten Teil machen, würde ich mal sagen. Oh, hello there. I'm pleased to see you safe. As always, you provide the materials. My teacher, whom I imagine still resides in the Great Swamp, had a funny way of putting it. He said that pyromancy is the ultimate fantasy. We are born into dark and warmed by fire, but this fire we cannot touch. Those whose fascination with fire persists learn to hold it in their own hand. He rather had a way with words, the old withering frog. Der alte Frosch. In this land, the Witch of Izalith, one of the legendary lords, is the godmother of pyromancy. So the day I became undead, I was ecstatic. I felt as if I'd been chosen to attune myself to the ancient arts. Of course, it wasn't all that romantic in the end. A pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with this. When I get pleased. Yeah. Genau. Be safe, friend. Don't you dare go alone. Hier nochmal von der Witch of Izalith gehört, die eben die, die Mutter der Pyromantie ist und die wir ja auch besiegen sollen, wie wir eben gehört haben. Dann würde ich jetzt gerne nochmal mit Logan sprechen, denn der macht sich, glaube ich, bald auf, diesen Ort zu verlassen. Hello there. Hello. Oder auch nicht. Oh, hello. I was waiting. And he's just over there. Gut. Da wir wahrscheinlich die nötige Intelligenz nicht besitzen, spricht er nicht mit uns, aber er macht sich auf jeden Fall bald auf. Gut, dann würde ich sagen, ich stelle mich schon mal darunter, damit ich das nicht vergesse. Beziehungsweise, ja, den Aufzug kann ich ja schon mal nehmen. Und dann holen wir uns im nächsten Teil auf jeden Fall die Glut. Also wir versuchen es, weil da muss man schon einen Großteil des Gebiets auch abgeschlossen haben. Wenn ich mich recht entsinne. Und dann sind wir auf jeden Fall gewappnet.
Ah, ich war hier anscheinend auch schon mal. Cool. Genau, wir haben ja hier den Schmied, den haben wir, glaube ich, auch schon mal gefunden. Aber wenn ich mich recht entsinne, na, haben wir ihn auch schon bekämpft? Anscheinend schon. Okay. Aber das Item haben wir nicht aufgelesen. Den guten alten Panzerbrecher. Können wir auch nochmal ganz kurz anschauen. Panzerbrecher. Dieses größte der Stoßschwerter kann einen gepanzerten Ritter mit nur einem Stoß durchdringen. Die Klinge ist zudem scharf und für Schnittangriffe geeignet. Ja, jetzt nichts so Besonderes, aber kann man halt benutzen. Sorry, war nicht so gemeint. Und zwei Wanderflüche, genau, die werden wir auch gleich brauchen. Gut, dann würde ich sagen, das ist doch eine schöne Stelle, um das Ganze hier mal zu beenden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich fand den Kampf gegen Ornstein Smog mal wieder fantastisch. Hat wirklich Spaß gemacht, sich das nochmal zu geben. Und apropos, nein, Moment. Ornstein und Smog. Da war doch was. Wir hatten ja noch den Ring. Wir haben jetzt übrigens alle vier Ringe. Den lese ich nochmal kurz vor. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gwyns geschenkt wurden. Der Löwenring gehörte Drachentöter Ornstein. Der Ring verstärkt die Gegenangriffe mit Stichwaffen. Ornsteins Flügelspeer soll sogar einen Fels in zwei Teile gespalten haben. Ja, cool. Ornstein der Löwe. Genau, haben wir jetzt quasi alle vier Ringe beisammen. Wolf, Hornisse, Falke und Löwe. Genau, das sollte jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Da werden wir dann hier in Neulondo weitermachen. Es war mir eine Ehre. Bis dann. Tschüss.